In dieser Aufnahme möchte ich noch ein bisschen weiter erzählen über Quotienträume und zeigen, wie man bekannte oder vielleicht auch neue Oberflächen konstruiert. Und dann später möchte ich zu der Klassifikation von solchen Oberflächen kommen. Und dafür haben wir die sogenannte Euler-Charakteristik, was tatsächlich mit einem extra K geschrieben wird. Also als Beispiel nehmen wir erstmal ein Quadrat, Quadrat Q, das ist also dieses Viereck von 0, 1, 0, 1. Und wenn ich jetzt die Kanten identifiziere, also die obere Kante ist identifiziert mit der unteren und links hier mit rechts, dann finde ich da mit dieser Projektion einen Quotientraum. Also nochmal, was ist genau die Identifizierung oder was ist genau die Äquivalenzrelation, die dieses Pi bezeichnet. Also untere Kante ist identifiziert mit der oberen und links ist identifiziert mit rechts. Naja, wenn wir das tun, also wir kleben diese Kanten zusammen, diesen auch. Ja, das wissen wir, das sieht so aus wie ein Sache mit Loch darin. Und das ist natürlich der Torus. Anderes Beispiel. Fangen wir nochmal, na, sagen wir, diesmal fangen wir mal mit der Scheibe an. D2. Und hier möchte ich dann gerne die eine Hälfte des Randes identifizieren mit dem anderen, mit der anderen Hälfte. Und also das male ich nochmal. Das hier ist identifiziert mit dem, also nicht hier, sondern hier. Also wie sieht die Identifikation aus? Das heißt, wenn ich das mit Polarkoordinaten mache, dann ist der Rand ist natürlich der Einheitskreis, ist genau die Menge von alle Punkten cos t sinus t mit t zwischen 0 und 2 Pi. Und dann möchte ich dann gerne cos t sinus t identifizieren mit cos t plus Pi sinus t plus Pi. Und dann kriege ich dieses Raum. Und heißt auch mal projektive Ebene. Und spezial daran ist, das Ding ist nicht orientierbar. Ich habe kein gutes Bild von diesem Ding, denn ich kann es nicht einmal im Raum einbetten. Denn sobald ich das tue, ist das Ding schon so kompliziert, dass das schaffe ich also nicht mehr. Also was heißt nicht orientierbar? Na, nehme ich mal irgendeine Form, sagen wir R, die nicht symmetrisch ist. Also das ist nur ein
Er ist nicht symmetrischer. Buchstabe. Und das ist der einzige Grund, warum ich diesen Buchstaben wähle. Und wenn ich das hier nach außen schiebe, naja, dieser Rand ist eben mit diesen identifiziert und wenn das rauskommt, ja, dann klappt das um. Das sieht so aus. Dann kommt es so wie nach außen und wenn ich das zurückschiebe und vielleicht auch noch umkippe, dann kriege ich genau diesen Buchstaben, also das ist das Spiegelbild von R. Und das ist nicht lange ein R, es ist zufälligerweise ein Buchstabe im kyrillischen Alphabet. Aber weil das so passieren kann, kann diese Oberfläche nicht orientierbar sein. Ja, das Gleiche kann ich aus in folgender Maße produzieren. Also ich mache nochmal ein Beispiel. Und diesmal wird das die Zweisphäre sein, also das ist so in dreidimensionalen gemeint. In drei Dimensionen. Und jetzt machen wir ein Loch herein. Also hier und hier sind zwei Ränder eines Loches. Minus Loch. Und da möchte ich die Ränder von dieses Loch auch wieder identifizieren. Und zwar gegenseitig. Das heißt, dieser Punkt ist identifiziert mit diesem, diesem, mit diesem. Und was ich dann herauskriege, unter die Projektionsabbildung, und ja, das ist genau wieder etwas, was genauso aussieht, ist auch projektive Ebene. Und ja, das ist die gleiche Eigenschaft hat mit dem Schieben des Buchstabens R. Das kann man schon wieder sehen, wenn ich hier Buchstabe R nehme und ich schiebe es nach rechts. Ja, dann klappt das wieder um und dann kommt das so nach außen. Und ja, dann kann ich es wieder rund das Loch schieben und dann kommt wieder die umgekehrte, das Spiegelbild des R's raus. Naja, da mache ich noch ein Wort dazu. Wenn ich so einen Schlitt reinmache und die Ränder wieder identifiziere, dann, ja, was ich dann eigentlich habe, ist die Sphäre plus etwas, das eine Kreuzkappe oder Kreuzmütze oder auch Kreuzhaube heißt auf Deutsch oder in Englisch. Ist a cross cap. Und ja, diese Kreuzmützen machen eine Oberfläche nicht orientierbar. Ein weiteres Beispiel, das ist diesmal das Oktagon und in diesem Oktagon möchte ich die überliegenden Kanten identifizieren. Also das ist diese Kante mit dieser, diese mit dieser und diese mit dieser und schließlich diese mit dieser. Und das ist jemals Orientierung bewahrend, also das ist so gemacht, nicht mit einer Umdrehung, eigentlich immer so. Und ja, wie sieht das aus? Das mache ich erstmal in einem ersten Schritt, indem ich links und rechts und oben und unten identifiziere. Und dann wird das so aussehen.
Ja, das ist genau wie ein Torus. Also ich male erstmal einen Torus. Aber ja, dann habe ich natürlich nicht alles, denn diese und diese werden noch erscheinen. Na, erstmal sehen, was dieser Punkt eigentlich ist. Nenne ich mal A. Und A, wegen dieser Identifizierung, ist auch hier. Und A, wegen dieser Identifizierung, ist auch hier. Und dann wegen dieser Identifizierung ist auch hier. Und dann ist es auch hier. Und dann ist es eigentlich auch hier. Und das ist auch noch A wegen dieser Identifizierung. Und dann wegen dieser Identifizierung ist es auch noch hier. Und dann wegen dieser ist es auch noch hier. Also das sieht aus, dass. Und dann auch noch hier. Und ich glaube, dann bin ich zurück. Das heißt, statt 8 Ecken hat es nach Identifizierung nur noch eine, und das nenne ich mal Ecke, aber es ist nicht einmal eine Ecke mehr. Okay. Now, wenn ich das mal C nenne, das war identifiziert mit C', und das mal D, und das ist identifiziert mit D', dann kann ich das auch hier in dem Torus mit Löcher malen, in dem, ja, vielleicht ist das C eben hier. Und das D ist auch irgendwo. C ist hier. Und weil dieser Punkt A, das male ich mal in gelb. Auch hier ist, könnte ich das D eben hier malen. Von hier nach A, und dieses A ist genau dieses A, dann gehe ich wieder weg von A und komme wieder zurück bei A. Und das kann ich dann nochmal tun. Diesmal für C'. Das kommt dann auch in A zusammen. Und dann geht es wieder zurück mit D'. Also hier habe ich einen Torus mit 2 Löchern, und ja, die muss ich dann so zusammenkleben, dass das D auf D' geht und das C auf C'. Und vielleicht können Sie das vorstellen, wenn ich das tue, dann mache ich nochmal einen Handgriff dazu oder vielleicht noch ein zweites Loch im Mittel des Torus, und das ist eben homeomorph zu diesem Ding. Also das ist Torus mit, ja, 2 Löchern, aber was ich hier mit Löcher bezeichnet habe, ist eben etwas anders als ein Loch hier. Ich kann auch 2 Torus nennen oder auch, ist auch mal ein Brezel. Ja, das ist, was man kriegt, wenn man anfängt mit Oktagon und dann die überliegenden Kanten identifiziert. Also, auf diese Art und Weise kann man viel mehr zweidimensionale Oberflächen konstruieren, indem man anfängt, meistens mit einem Quadrat oder eine Scheibe, und dann irgendwie Löcher sticht und Ränder identifiziert.
Und ja, um aus dieser Mannigfaltigkeit von Oberflächen irgendeine Struktur zu finden, haben wir die Euler-Charakteristik. Und dafür habe ich das folgende Bild. Okay, da muss ich mich nicht hinter dem Bild verstecken. Aber die Euler-Charakteristik kennen wir als, hier steht das auf Englisch, Faces. Ups, das sag ich mal, Faces minus E, das ist Edges, plus W ist Vertices. Das auf Deutsch würde das eher sein F für Flächen minus K für Kanten plus E für Ecken. Also wenn ich beide durcheinander verwende, werde ich völlig verwirrt sein. Aber also diese Bilder sind auf Englisch, also ich werde die englische Buchstabierung mal anhalten. Ja, was ist diese Charakteristik? Naja, als Beispiel habe ich mal diese fünf Sachen: Tetraeder, Kubus, naja, das hat dann Oktaedron, Dodekaedron und Ikosahedron. Das sind die fünf Gegenstände, die völlig regelmäßig sind, indem in jeder Ecke gleich viel Flächen zusammenkommen und all diese Flächen sind regelmäßige Vielecken, also hier Dreiecken, Vierecken, nochmal Dreiecken, Fünfecken und nochmal Dreiecken. Und das sind die einzigen fünf, die es eben gibt. Und wenn man da die Anzahl von Flächen, Kanten und Ecken ausrechnet, dann kriegt man das folgende. Okay. Also hier ist nochmal Beschreibung. Also das Tetraedron hat vier Ecken, sechs Kanten und vier Flächen und so weiter. Und jedes Mal, wenn man diese Zahlen einsetzt in die Euler-Charakteristik, kriegt man zwei heraus. Und ja, das ist ein Theorem vom Euler. Nämlich, dass es die Euler-Charakteristik von jedem Polyeder gleich 2 ist. Das bewies der Euler etwa 250 Jahre her und er war eigentlich sehr überrascht, dass noch keiner das vor ihm entdeckt hatte. Und ja, das ist auch ein bisschen überraschend. Aber naja, da braucht man einen Euler, um solche Sachen zu sehen. Und ja, hier habe ich ein paar Referenzen. Mittels dieser Euler-Charakteristik und diesem Satz kann man zum Beispiel Fragen lösen über viel größere oder mit viel mehr Oberflächen, mit viel mehr Flächen. Zum Beispiel, wir haben hier einen Fußball und wir wissen, Fußball besteht aus fünf Ecken und sechs Ecken. Aber wie viel sind es genau? Okay, nehmen wir an, dass es 5 Ecken und B 6 Ecken gibt.
Das heißt, die Anzahl von Flächen ist a plus b. Andere Flächen gibt es nicht. Andere. Und ja, die Anzahl von Kanten ist dann 5a, denn jede 5-Eck hat 5 Kanten. Plus 6b, jede 6-Eck hat 6 Kanten. Aber in einer Kante kommen zwei Flächen zusammen und um nicht doppelt zu zählen, müssen wir durch 2 dividieren. Das ähnlich machen wir bei den Ecken. Also ein 5-Eck hat natürlich 5 Ecken, 6-Eck 6 Ecken, aber in jede Ecke kommen 3 Flächen zusammen und deswegen müssen wir durch 3 dividieren, damit wir nicht doppelt zählen oder triple zählen. Also dann haben wir diese und wir wissen auch, dass die Euler-Charakteristik 2 ist. Ja, weil all diese Zahlen ganze Zahlen sind, müssen sie dann eigentlich ein Vielfach von 6 sein. Das heißt, ich kann schreiben, a, die Anzahl von 5 Ecken ist 6 mal k. Und ja, dann kriegen wir diese Gleichung und wenn man das löst, ist die Euler-Charakteristik genau gleich k. Aber die Euler-Charakteristik ist 2. Also k ist gleich 2 und deswegen gibt es 2 mal 6. Ist 12 Fünfecken auf jedem Fußball. Wie viele Sechsecken es gibt, das weiß ich nicht, das muss man mal nachzählen. Aber das sagt diese Formel nichts. Und im Prinzip ist es möglich, dann Fußbälle zu konstruieren mit eigentlich jeder Zahl von 5. Von 6 Ecken. Auch nur 5 Ecken geht, denn dann haben wir genau diese zurück, diese Dodekaedron mit genau 5 Ecken. Und damit kann man ja auch Fußball spielen. Okay, ja, so ist es für Polyeder, aber es gibt viel Oberflächen, die eben nicht Polyeder sind. Naja, hier haben wir nochmal eine Pyramide, es ist bestimmt ein Polyeder, aber so eine Oberfläche oder so ein, das ist ein Würfel mit einem Loch in der Mitte. Und ja, ist das noch ein Polyeder mit so vielen Löchern? Das wage ich zu bezweifeln. Und naja, die Polyeder oder die Oberflächen, die wir eben konstruiert haben, der Torus und der Pretzel, also der Brezel. Ah, hier haben die kleinste Flasche, die muss ich auch nochmal konstruieren. Und ja, die projektive Ebene, ja, das sieht so komisch aus, das ist eben, weil es überhaupt nicht einbettbar ist im R2. Okay, ich male erstmal die kleinste Flasche. Kleinste Flasche. Flasche. Da fange ich mal wieder an mit dem Quadrat, indem ich bei links und rechts identifiziere, also x, nein, was links und rechts ist 0, y ist identifiziert mit rechts und unten werde ich identifizieren mit oben, aber umgekippt. Das heißt 0x wird identifiziert mit 1 minus x. Und was man dann rauskriegt, ja, ist etwas, was eben nicht mehr zu zeichnen ist in der Ebene und nicht einbettbar in R3, aber ich werde es doch versuchen. Erstmal, wenn ich links und rechts
identifiziere, kriege ich einen Zylinder, ne? Okay, und jetzt muss ich die untere Kante, die jetzt ein Kreis geworden ist, mit der oben identifizieren, aber in so einer Art, dass die Identifizierung umgeklappt ist. Und was wird das dann sein? Ich denke, das geht so. Und also wenn ich das verlängere, ich kann natürlich immer den Zylinder ein bisschen länger machen, dann wird das dann so aussehen. Also das wird jetzt das sein. Und jetzt möchte ich das mal auf dem kleben. Und da habe ich eben ein Problem. Ich habe auch ein Problem, weil ich die Ecken falsch gesetzt habe. Wenn ich das gut sehe, hier gehe ich von, sagen wir, das ist A und das ist B und dann halbwegs ist C, also A, halbwegs ist C und ich gehe zurück nach A, das jetzt mit B identifiziert wurde. Und dann mache ich hier nochmal P und Q. Wie ist das dann gemacht worden, wenn ich hier laufe, gehe ich so, aber in die Gegenrichtung. Ja, ich denke, das soll so sein. Das ist B und vielleicht ist das halbwegs, das nenne ich mal, ja, dann ist das halbwegs und das ist auch Q. Okay, und jetzt muss ich das da dran kleben. Und wenn ich das nochmal so tue, dann passt die Orientierung nicht. Aber wenn ich von innen da das erreichen würde, dann würde es gehen. Das heißt, was ich hier mache, ich gehe nach innen, aber dann denken Sie vielleicht, ja, ich werde hier jetzt den Zylinder schneiden, aber so ist das nicht gemeint. Es geht einfach ohne Durchschneidung und darum passt es auch nicht in R3. In R4 hätten Sie kein Problem und dann möchte ich diesen Rand mit diesem verkleben. Und ja, das geht jetzt so. Und ja, das ist eben die kleinste Flasche. Okay, und jetzt sehe ich, dass ich das auch ein bisschen zu groß gemalt habe. Aber Sie haben schon den Eindruck, wie das dann geht. Denn ich kann es erstmal wegnehmen, wie das eigentlich aussehen muss. Und wenn ich das projiziere, dann sehen Sie auch, dass es dieses Ding ist. Okay, Frage ist jetzt, ja, was ist dann die eulische Charakteristik von so einer Oberfläche? Und ja, das möchte ich dann nochmal zeigen. Erstmal mit dem Torus. Und das heißt, ich werde die kleine Fläche erstmal wegwischen. Ja, was ich eigentlich möchte, ist zeigen, wie man eine Euler-Charakteristik für eine Oberfläche ausrechnet. Aber eine Oberfläche ist kein Polyeder, also Flächen und Ecken und Kanten, da habe ich eigentlich nicht. Also die muss ich noch konstruieren und das möchte ich tun mittels einer Triangulierung. Also hier habe ich mal als Beispiel die zwei Sphäre genommen und ja, jetzt möchte ich da Dreiecken drauf malen. Na, Dreiecken werden dann keine rechten Kanten haben, aber das macht nichts. Ich
wähle mal drei Punkte und hier hinten noch eine und dann mache ich so drei Ecken. Okay, und dann über den Rand mache ich noch einen und dann habe ich hier wieder ein Dreieck und hier wieder ein Dreieck. Und insgesamt habe ich damit 1, 2, 3 und unten noch 4 Dreiecken. Das sind die Flächen. Ich habe wie viele Edges? Wie viele Kanten? 1, 2, 3, 4. Nein, 1, 2, 3 auf der Äquator. 1, 3, das sind nochmal 6. Minus 6 ist minus 6 und die Ecken, das sind auch 4, insgesamt 2. Also in dem Sinn könnte ich da mal die Sphäre betrachten als ein Polyeder. Und genau das gleiche möchte ich jetzt mit dem Torus tun. Aber erst muss ich mal aufschreiben, was die Regel einer Triangulierung sind. Also Regel. Na, also jede Kante endet in unterschiedlichen Ecken. Jede Kante ist zwischen zwei unterschiedlichen Flächen. Und drittens, in jeder Ecke kommen nur unterschiedliche Flächen zusammen. Zusammen. Also Beispiel nochmal mit dem Torus. Hier habe ich den Torus, indem ich die Kanten identifiziere. Und jetzt möchte ich diese triangulieren. Erstmal dieser Punkt nenne ich mal A und A kommt viermal vor, denn das sind vier viermal der gleiche Punkt. Und ja, vielleicht kann ich da mal einen anderen Punkt B nehmen und dann hier mal Ecken. Habe ich hiermit eine Triangulierung? Nein, das erfüllt eben nicht diese Regeln. Zum Beispiel, was ich hier habe, geht hier weiter. Und dann kommen in diesem Punkt zweimal die gleiche Fläche zusammen. Das darf nicht. Was sonst noch? Ist da noch eine Verstößung gegen diese Regeln? Also jede Kante verbindet unterschiedliche Ecken. Also das ist okay. Jede Kante ist zwischen zwei unterschiedlichen Flächen. Ja, das ist auch okay, aber das fehlt eben. Naja, wenn das fehlt, vielleicht sollte ich da mal mehr Ecken und Kanten reinmachen. Also wenn ich das so tue, dann mache ich mehr Ecken, mehr Flächen, mehr
Kanten, aber diesmal sind vielleicht alle Regeln erfüllt. Und ich denke, dass das hier tatsächlich so ist. Also das hier ist nochmal zusammen mit dem, aber die kommen nicht zusammen in der gleichen Kante. Und so ist es eben für alle. Also, wie viel Flächen habe ich? Fläche 1, Fläche 2, Fläche 3, Fläche 4, Fläche 5, Fläche 6. Wie viele Kanten habe ich? 1, 2, das ist Kante 1, Kante 2, Kante 3, Kante 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ich hoffe, das stimmt. Und dann wie viel Ecken? 1, 2, das A und B und dann diese 4, also eine 6 und die Summe ist 0. Und das ist eben auch, was hier steht. Also das stimmt schon. Und hier bei dem Brezel ist die Euler-Charakteristik nur noch minus 2. Kleinste Flasche kann man ähnlich machen wie hier und kommt 0 heraus. Und dann bleibt noch die Frage, was ist es dann mit der projektiven Ebene? Oder das waren mal die Sphäre mit einer Kreuzmütze drauf. Okay. Na, dafür haben wir Tricks, um das doch auszurechnen. Okay, der Trick stützt sich auf diese Formel. Also wenn ich m und n habe, das sind beide Oberflächen und ich habe deren Vereinigung, dann ist die Euler-Charakteristik dieser Vereinigung ist genau die Summe der Euler-Charakteristiken minus die Euler-Charakteristik des Durchschnitts. Und das möchte ich mal so anwenden. Ich fange an mit einer Sphäre. Und daraus nehme ich zwei Löcher. Das ist hier ist das eine Loch und hier ist das andere. Und ja, das ist eine Sphäre. Also ist dreidimensional gemeint und ich habe zwei Löcher drauf. Ja, wenn ich das trianguliere, heißt es, dass ich die Ränder auch triangulieren muss. Und ich habe dann vielleicht diese Kanten. Okay, dann kann ich mal ausrechnen, was die Euler-Charakteristik der Sphäre mit zwei Löchern ist. Okay. Also wenn die Löcher nicht da waren, also ich lasse diese Triangulierung sitzen und ich habe die Löcher dazu, also ich habe das und das, dann ist das Gesamt ist 2, aber jetzt nehme ich die Löcher raus. Das heißt, jedes Mal, dass ich ein Loch rausnehme und nicht den Rand, der Rand bleibt, dann geht die Anzahl von Flächen mit 1 herunter. Also das wird minus 1 und minus 1 und das ist 0 sein. Okay. Und jetzt nehme ich einen Zylinder. Also das sind Zylinder ohne Deckel. Und Boden. Und ja, dann ist die Euler-Charakteristik
Na, mal sehen. Ich kann hier mal Ecken reinschreiben und dann habe ich zwei Flächen vor und hinten. Minus 1, 2, 3, 4 Ecken. Was sage ich? Minus 4 Kanten, stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das sind 6 Kanten. Okay. 6 Kanten. Und die Anzahl von Ecken ist 4. Also auch diese Eule-Charakteristik ist 0. Und jetzt nehme ich die beiden und addiere sie in diesem Sinne. Also hier habe ich nochmal die Sphäre. Und ich habe diese zwei Löcher. Und genau an diese Löcher kann ich diese Zylinder kleben. Und dann wird es so aussehen. Das mache ich mal in lila. Nicht wahr? Dann sieht es eben so aus. Also das ist Sphäre plus Handgriff sozusagen. Und das kann ich dann auch ein bisschen schöner schreiben, schöner malen. Also hier habe ich die Sphäre und hier ist der Handgriff. Sphäre, Handgriff. Und was habe ich jetzt? Ich habe aus dieser Formel, dass die Eule-Charakteristik ist 0, das ist eben der, plus nochmal 0, das ist eben diese hier, und dann minus eben was der Durchschnitt ist. Na, was ist der Durchschnitt? Das sind diese Sachen und diese. Also Durchschnitt ist eben zweimal, für jeden Loch habe ich keine Fläche. Ich habe zwei Kanten und zwei Ecken. Also das ist zweimal 0 minus 2 plus 2. Und das Gesamte ist wieder 0. Das heißt, die Eule-Charakteristik hier ist 0. Und dann kann ich natürlich noch einen Schritt weiter. Ich gehe nochmal weiter und addiere nochmal einen Zylinder. Und was ich dann kriege, ist eben, was ich schon hatte, plus einen weiteren Handgriff. So, das ist Sphäre plus zwei Handgriffe. Und ja, was haben wir dann? Das heißt, dass ich erstmal in diesen Torus, also Sphäre mit einem Handgriff, zwei Löcher bohren muss. Und damit ist die Eule-Charakteristik ist 0 minus, ja genau wie hier, minus 2, denn ich nehme zwei Flächen raus, um diese zwei Löcher zu kriegen. Okay, hier die Eule-Charakteristik war noch immer 0. Und ja, wenn ich die zusammenklebe, ist hier die Eule-Charakteristik ist, na hier, es war 0. Vom Torus. Zwei Löcher plus Euler-Charakteristik Zylinder minus, das soll eben minus sein, vom Durchschnitt. Aber wenn ich das so tue,
Tors minus 2 Löcher, das ist minus 2. Zylinder war 0. Durchschnitt, ja, das sind wieder 2 von diesen Rändern von Löchern. Und das haben wir hier schon ausgerechnet. Das ist 2 mal das eben. Und das ist wieder 0. Und damit ist, ist die Euler-Charakteristik minus 2. Na, es gibt eine allgemeine Formel und damit werde ich dann heute abschließen. Und zwar die Euler-Charakteristik irgendeiner Oberfläche ist 2 minus die Anzahl von Handgriffen minus Anzahl Löcher, denn jedes Loch ja, nimmt eine Fläche heraus, also die Euler-Charakteristik geht herunter mit 1. Und plus die Anzahl von Kreuzmützen. Ich denke, ich vertue mich hier. Ich muss minus die Anzahl von Kreuzmützen haben. Und dann noch ein Wort. Also die Anzahl von Handgriffen heißt auch mal der Genus von M. Also die Sphäre hat Genus gleich 0, Torus hat Genus gleich 1, Brezel Genus 2 und so weiter. Und ja, diese Formel gilt allgemein. Und damit kann ich dann vielleicht auch mal ausrechnen, was ist mal die Euler-Charakteristik von der projektiven Ebene. Ja, eine projektive Ebene ist die Sphäre plus ein Kreuzmütze. Und ja, damit ist die Formel 2. Keine Handgriffe, keine Löcher, ein Kreuzmus ist 2 minus 1 ist 1 und das ist tatsächlich die Euler-Charakteristik von der projektiven Ebene. Und ich denke, das ist tatsächlich, was ich in diesem Vortrag zu erzählen hatte.